da gibt es halt Schwarze. So. Nein. Und hier nicht so viele und das finden Rechte gut. Ja, das ist das Ding. Das ist Rassismus. Ja. gut erklärt. Hier rein und spritzt gleich alles nass, Tino, weil ich so Freude habe auf den neuen Brennpunkt Internet. Ist der jetzt schon? Das geht gleich los, glaube ich. Jetzt gleich? Die kommen gleich, die Leute, ja. Ah, okay. Die Noobs gehen weg und die Profis, die kommen gleich rein. So und ist heißt, es. Hallo und herzlich willkommen, mein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt Internet, wir sind Star-Influencer Romulus Rafu und... Der Schaumschläger Tino Ranacher. Geil. Moin, moin, moin. Ah, oh, Tino, mir ist gute Laune gerade eben. Ehrlich? Mir ist richtig gute Laune, ja. Durch deinen Orgasmus? Nee, also ja, doch. Wenn man es so will, durch meinen Orgasmus. Ich habe auf dem Weg hierher Blümchen gehört. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, die ist gerade voll wieder am Kommen. Ne? Die tritt auf irgendwelchen Punk-Shows auf und Punk-Festivals. Davon weiß ich nicht mal was. Ich bin relativ zufällig drüber gestolpert. Ich wusste, dass sie einen neuen Hit gemacht hat, so vor 3-4 Monaten. War richtig gut, ja. Computerliebe. Wenn man ein Comeback feiert, dann muss man natürlich ein Cover nehmen als ersten Song. Ach, stimmt, habe ich gehört. Hat mir gar nicht gefallen. Es ist von 85 das Original, glaube ich. Von Dodo oder sowas, ne? Oder keine Ahnung. Dolo, da Balla, Bibaba, Della Rosa, da kommt es auch noch. Was auch immer. Hallo, Leute. Die Leute interessieren sich ja immer brennend dafür, wie es uns geht. Und mir geht es super duper. Ach, das ist aber schön zu hören. Und der Dank gebührt allein Blümchen. Oh, danke Blümchen. Ja, ey, Jasmin also, Wagner. Jasmin Wagner, ja, die ist immer noch gut aussehend. Ja, das ist der Vorteil, wenn man mit 16 in der Industrie verbraucht wird. Das heißt auch, Billie Eilish wird in irgendwann vielen Jahren ihr Comeback feiern und immer noch brauchbar sein. Ja, die ist ja auch noch 16, 17. Irgend sowas, ja, also auf jeden Fall noch im guten Alter. Die höre ich auch dank dir übrigens, weil ich die gut finde jetzt. Das ist echt mal so, gut, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt als Popmusik bezeichnen kann, weil im Radio habe ich die, glaube ich, noch nie gehört, aber Billie ich höre auch kein Radio. Ja, doch, das ist schon Popmusik. Ich mache nur Radio, ich höre es nicht. Ja, Tito. Ja, genau, die Billie ist eine von den Guten. The Bad Guy. Und, kann man empfehlen. Jasmin Wagner auch. Aber wir sprechen doch hier nicht über Popmusik normalerweise. Nein. Oder was machen wir hier eigentlich? Hier sind gerade Zuhörer, die haben gehört, das ist ja hier alles Mundpropaganda, ja? Ja. Boah, die machen übelst geile Radiosendungen, hört ihr das mal an? Und dann schalten die hier ein und denken, was, die reden über minderjährige Frauen? Ja gut, das passiert das ja auch, öfter. Das auch, über unsere Ex-Freundinnen. Aber wir reden auch über das, was die Woche so beschäftigt hat, was in der vergangenen Woche so viral ging, wer gestorben ist, wo es ein Attentat gab. Genau. Das hört ihr bei uns zuletzt. Alles, was das Internet begeistert. Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein, aber ich frage dich vorher nochmal, wie geht's dir denn? Ja, grandios. Also ich habe gerade eine sehr ruhige Woche hinter mir. Wie du weißt, bin ich ja derzeit nicht bei mir zu Hause. Ich pflege die Blumen und die Hunde und Katzen meiner Eltern in ihrer Wohnung und lebe auch dort, solange sie im Urlaub sind, und habe mir ein bisschen freigenommen und deswegen bin ich recht erholt tatsächlich. Recht. Musst du ja schon wieder Recht reinbringen. Ja, ich muss es ja langsam indoktrinieren. Du bist so richtig unangenehm links. Ich habe beschlossen, ab sofort angenehm rechts zu werden. Okay. Sehr gute Entscheidung. Ja, schön, Tino, da freue ich happened? Mich. Was ist denn Großes passiert? Nee, erstmal ganz, ganz entspannt. Ja, die Leute, das ist ja hier quasi so eine fortwährende Sendung. Ja? Ja. Man muss ja auch ab und zu mal einen kleinen Nachtrag geben zu letzter Woche. Und bevor wir zu dieser Woche kommen, der Nachtrag, das Wasser von Belle Delphine. Wir haben berichtet, eine Instagrammerin, die ihr Badewasser verkauft, indem sie sich so ein bisschen räkelt und so. Das hat so ein Typ an ein Labor geschickt und das Labor hat festgestellt, ich zitiere, no traces of human DNA. Oh. Ja, und da muss man sagen, habe ich auch erst gedacht, okay, wie viel Mensch ist da jetzt in so einem Badewasser, ja? Gut, ich weiche mich manchmal ganz gut ein, zwei Stunden. Okay, eigentlich Franz, mein Mitbewohner Franz, der übertreibt es immer ein bisschen, der liegt da bis zu 2 Stunden. Und da denke ich mir schon, da muss doch ein bisschen DNA drin sein. Und ich hatte recht. Ne? Normalerweise verliert der Mensch halt sehr viel Hautschuppen und klar, so. Genau, gerade beim Baden. Haare, ja. Und jetzt stellt sich raus, in Belle Delphines Wasser ist überhaupt keine menschliche DNA drin. Ich habe das Rätsel aber gelöst. Sie ist eine Frau. Also wo soll die menschliche DNA herkommen? Ach so, ja, stimmt. So, haben wir auch noch den dran. Nicht mehr latenten Sexismus hier auch bedient, über den sich bisweilen aufgeregt wird. Das war jetzt auch nicht mit Fingerspitzengefühl, aber es hat sich halt einfach angeboten. Ja, wie auf einem Silbertablett. Ja.
Es war ein Evergreen jetzt. Es enttäuscht mich ein bisschen tatsächlich, dass, ja, dass das nicht echt war, das Wasser. Vor allem hat sie ja wirklich ein Video gemacht, in dem man sieht, wie so ein, zwei Dinge abgefüllt. Das ist doch richtig absurd. Die hält ihren Arsch so in die Kamera, lässt irgendwie die Brause über ihren Rücken, die Kimme runterrutschen, so ein bisschen, und dann in das Ding rein. Das ist ja, also da ist mir auch klar, dass da keine menschliche DNA dabei ist, wenn man es nur so quasi frisch aus der Brause. Aber als kleinen Nachtrag. Ich bin gespannt, ob das jetzt irgendwie eine Anklage nach sich zieht und dann heißt es hier False Advertising, ja, ich habe hier... Gerade in den USA, ja. Ja, eben, da kann man ja alles und jeden verklagen. Wo Red Bull verklagt worden ist, weil ihr Trink keine Flügel verleiht. Absolut. Und deswegen bin ich gespannt, ob der Dinge, die da kommen. Und wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Ja, auf jeden Fall. Falls ihr es verpasst habt, hört euch nochmal Brennpunkt Folge 25 an. Die letzte, ja. Wir sind nämlich jetzt in der 26. Und mit der Zahl verbinde ich jetzt nichts Besonderes, glaube ich. Hast du da was? Weil das letzte Mal habe ich gesagt... Ich werde dieses Jahr 26. Aha, da haben wir es. Da ist die Verbindung. Okay, schön. Du bist übrigens zu meinem Geburtstag eingeladen. Ach, vielen Dank. Hiermit offiziell. Wann ist der eigentlich? Doch, ich weiß es, im Juli hast du Geburtstag. Ja, und in welchem Monat befinden wir uns? Im Juni. Nein. Wir sind im Juli schon. Also hast du jetzt in drei... Bist du ein Hänger. Du hast in zwei Wochen Geburtstag bestimmt irgendwann. Ne? So Ende, ja, so ungefähr. Ende Juli. 25. aber am 26. feiere ich. Hier habt ihr es zuerst gehört, wir sind alles Hänger hier. Wir wissen nicht mal, welcher Monat ist. Das ist echt so, Das passt perfekt zu unserem Spezialpodcast-Thema. Da geht es nämlich um unsere, und jetzt mache ich ganz fette Anführungsstriche, Karriere. Stimmt, am Mittwoch kommt der große Brennpunkt-Hörerwunsch. Ja. In welchem wir über unsere Karriere reden, was wir gemacht haben nach der Schule und so. Tino, was ist denn ein Brennpunkt-Hörerwunsch? Tja, lieber Robin, das kann ich dir ganz genau erzählen. Und zwar kann man uns kaufen für 20 Euro, müsst ihr per PayPal uns Geld überweisen und dann reden wir eine Stunde lang über ein Thema eurer Wahl. Egal was, wir reden über euch, über die Zinnnägel eurer Oma oder über Nazis, die es gar nicht gibt. Wollen wir haben ja noch zwei quasi ausstehend, die noch nicht online sind. Genau. Also Leute, stellt euch gefälligst hinten an. Richtig. Wir sind völlig ausgebucht. Wenn ihr natürlich jetzt aus Versehen 30 überweist, kann es sein, dass wir euch vielleicht ein bisschen bevorzugt behandeln. Wir leben ja schließlich im Kapitalismus. Ja, so ist das. Aber bis dahin haben wir auf jeden Fall zwei. Das eine ist das. Wollen wir das andere auch schon sagen? Nein. Nee. Aber das Geld geht direkt, wird refinanziert in den Brennpunkt, denn wir sind für euch auch auf Spotify hörbar und auf Soundcloud. Aber und Tino, kostet ja auch alles. Was ist denn dieses Spotify? Ich bin 80. Ich verstehe das nicht. Ja, Oma, pass auf. Das ist so etwas wie eine Bibliothek, ein Musikgeschäft im Internet. Das kenne ich. Ja, da hole ich mir immer meinen Florian Silbereisen. Den gibt's da auch. Und da kannst du, dann zahlst du Eintritt einmal im Monat. Dann kannst du jeden Tag und jede Minute kannst du Musik hören, unbegrenzt, wie du möchtest. Gibt es da auch russischen Hardbass? Garantiert, Oma, garantiert. Geil! Nice. Danke, Oma. Verpiss dich. Also, diese Woche war ja also wirklich wild. Ja, es hat gebrannt, auf jeden Fall. Also ich habe ein Thema, ich weiß überhaupt nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Das ist jetzt auch relativ frisch noch. Ja. Und das ist für mich das Thema der Woche, weil es ist so fucking geil. Da will ich jetzt hier aber den Bärenanteil dran verschwenden. Hast du es gehört? Eine Gruppe auf Facebook hat sich zusammengetan, mittlerweile über 500.000 Zusagen, und keine Gruppe, eine Veranstaltung, Stürmen von Area 51 im Naruto Run. Sagt dir gar nichts. Aber ich weiß, was Area 51 ist. Das ist doch diese Militärbasis in den USA, wo angeblich an UFOs und Außerirdischen... Alles Mögliche. Alles, was quasi geheim ist, ist da. So. Und es ist super witzig. Der Name der Gruppe bzw. Veranstaltung heißt Storm Area 51, They Can't Stop All of Us. Und es ist natürlich als Shitpost, ja, hat es natürlich angefangen. So, haha. Ja. Also ich erkläre es mal für die wirklich älteren Leute jetzt hier, die überhaupt nicht wissen, was hier passiert. Also, Area 51, hat Tino schon gesagt, ist in Nevada, soweit ich weiß, so eine Militärbasis. Da ist alles mögliche Geheime drin. In den USA. Genau. Und hier hat sich eine Facebook-Gruppe, Facebook, das kennt ihr, das ist, wo ihr immer diese tollen Mutti-Sprüche und so teilt, diese motivierten Bilder, so diese Landschaften, wo dann so ein Spruch draufsteht, da teilt ihr das immer. Und da hat sich jetzt hier so ein Kollektiv zusammengefunden und die sagen, hey, wenn wir da uns jetzt am 20. September alle treffen und im Naruto-Run, ich weiß nicht, wie wir es, also im Rennen wie Naruto, ich habe die Serie nicht gesehen, die, aber die gehen so, dieses, so gebückt und gebückt, dann die Arme nach hinten. Ne? Richtig, gebückt, Arme nach hinten und dann ganz schnell rennen. So wollen sie diese Basis stürmen und sie meinen, naja, wenn wir da 500.000 sind, was sie ja mittlerweile sind, die können uns nicht alle erschießen.
Perfekt. Schon, oder? Und das ist so geil. Stell dir mal vor, also jetzt sind wir mal ehrlich, ja, das wird halt nicht passieren. Aber das Internet hat mich gelehrt, da stehen mindestens 10 Hanseln am 20. September. Mindestens. So. Ja. Und vielleicht, vielleicht ist die Gesellschaft langsam so weit, dass es wirklich heißt, oh komm, just for the lulz machen wir das jetzt mal für die Memes. Und dann stehen da halt wirklich 1000 Ja, das Ding ist ja, die Leute werden ja wirklich erschossen. Möglich. Aber vielleicht kommt wirklich einer durch und vielleicht livestreamt das einer. Und es ist, stellst du dir einfach vor, in 50 Jahren liest jemand im Geschichtsbuch, ja, und damals sind dann 1000 Leute auf Area 51 gerannt, weil sie dachten, es ist lustig. Es ist ja auch irgendwie lustig, aber die sterben, also da sind auch so hohe Zäune, die kommen da einfach nicht durch. Ich glaube, das sind gar nicht, also ja, da sind Zäune, aber ich weiß nicht, ich kann ja mal googeln in der Zeit, während du aber jetzt ein bisschen Pausenmusik machst. Bei Google Maps ist das doch auch zensiert, ne, Area 51, das ist ja so streng geheim. Das weiß ich gerade gar nicht. Dass das die USA hat verpixeln lassen oder schwärzen lassen. Also ich habe das immer bei GTA San Andreas, bin ich da immer hingeflogen. Area 69 hieß die, genau. Ja, und da ging das relativ gut. Da gab es doch auch dieses Tor, ne, wo man dachte, man könnte es sprengen, aber man konnte es nicht sprengen. Da habe ich auch Stunden verbracht vor diesem Tor. Also ich sehe jetzt hier auf jeden Fall so Drahtzäune. Da kann man, wenn man will, auf jeden Fall drüber kommen. Ja, die hat doch elektronisch sein. Überleg das doch mal, so ein World War Z, so ein Mob. Nur, dass es keine Zombies sind, sondern Neckbeards. Das ist doch der Hammer. Das werden die gleichen Idioten sein, die auch beim Drachenlord da auf der Schanze aufgelaufen sind. Ja, aber ey, komm, jetzt mal ganz ehrlich. Das wäre, also wenn das passiert, das wäre für mich fast eine 10, glaube ich. Und wir haben das letzte Mal gesagt, eine 10 wäre, wenn der Dritte Weltkrieg losgeht. Aber wenn das passiert, das wirklich, ist viel besser, ja. Dass tausende Leute sich wirklich in so einem, es gibt die Memes dazu, warte, ich habe noch so ein Bild geschickt. Das ist so großartig. Sie machen halt echt, wie gesagt, das hat als Shitpost angefangen, also als nicht ernst gemeinter Müll, der Beitrag, online beigetragen wird. Und sie machen halt echt so Strategien. Also es ist so Meta irgendwie. Es ist super ja auch witzig. Aber immer noch gefährlich für die, auch wenn es nicht zustande kommt, weil ja die Geheimdienste ja auch die Namen sehen, weil das so ist. Und dann kann es sein, dass dann ein paar Tage vorher dann die SEK oder was, wie das bei denen heißt, dass sie dann bei denen da einbrechen und die mitnehmen. Vielleicht. Aber jetzt warte doch mal die Zeit. Aber wir machen jetzt mal ein Guckvideo. Ich zeig jetzt mal kurz so ein Bild, so grob. Ja. Da siehst du halt, wie sie so verschiedene Einheiten schon bilden. Die Anti-Vax, also die Nicht-Geimpften, sind ganz vorne in der Frontline und so. Aber die ja eh sterben. Genau, ja. Die rennen zuerst rein, die sind Kanonenfutter. Das ist so witzig. Stell dir doch mal vor, es passiert wirklich. People arms to the teeth. Ja, Menschen, die bis unter die Zähne bewaffnet sind. Ja. Und während das alles passiert, kommen von hinten, ich weiß es gerade gar nicht, welche Bevölkerungsgruppe schleicht sich von hinten an? Unentdeckt? Die Kylies, Monster Energy Buff plus 10 Berserk. Was ist eigentlich das Weiße hier auf der Karte? Ist das irgendwie ein Eisgletscher mitten in der Wüste? Oder ist das dieses, nee, das wird, dieses zensierte Gebiet? Ich glaube, das ist einfach ein bisschen Sand oder so. Ach so. Ja. Also ich finde es auch sehr witzig. Also ich würde es tatsächlich sehr feiern, wenn es passiert. Die Crackheads und die Karens, das ist so fucking witzig. Also wenn man halt in diesem Meme-Game drin ist, Karen zum Beispiel ist der obligatorische Name für Frauen, die Männer verlassen, so ungefähr. Ah, ja. Karen took my kids. So. Okay, das ist verstehe, halt, ja. Ja. Die Karens, die Naruto-Runners, die Rock-Throwers, die Furries sind auch dabei. Es ist großartig, stell's dir doch wirklich vor. Es ist doch es so geil. Es wäre lustig, aber das wäre auch selten dämlich. Also ich möchte es auf jeden Fall sehen. Ich werde mich hier aus meinem sicheren Bunker hier bei Radio Lotze, werde ich mir das angucken. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, da hinzugehen. Na, ich natürlich auch nicht. Aber ich will einen Livestream Warum sehen. Warum nicht? Ich dachte, du fliegst da sofort hin. Na, ich bin halt leider kein Karen. Nimmst Kalle und Herodes und Franz mit und dann geht's los. Ja, okay. War von außen Film vielleicht. Ja. Ja, also ich weiß gar nicht, wie ist es denn da? Also klar, das ist Militärzone, man darf da nicht rein, so. Genau. Aber gibt es, also was ist der genaue Gesetzestext? Weißt du? Da habe ich halt überhaupt keinen. Da stehen so Schilder sofort. Da steht doch irgendwie, Passenger sind nicht erlaubt irgendwie, also man darf das nicht betreten ab hier. Trespassers. Passagiere sind nicht erlaubt. Ja, ich bin lange nicht mehr im englischsprachigen Raum gewesen. Ja. Da gibt es auch sogar diesen Satz, die das nicht befolgen, werden erschossen. Gibt es doch sogar so einen Satz auf diesen Schildern. Ja, das ist natürlich dann ungünstig, aber sie haben halt recht, sie können nicht alle erschießen. Wenn da 500.000 Leute stehen. Die haben doch auch irgendwie dann tausende Soldaten mit Maschinengewehren und so. Dann lass mal kurz rechnen. Die müssen 500 Kugeln abfeuern. Jede muss sitzen, dann sind die erst tot. Das wird Granaten, nichts. Panzer, die haben doch alles da. Die werfen Panzer.
Ja. Und setzen sich in Granaten. Also ich würde es feiern. Ich würde oder es sie spielen feiern. Ganz laut Musik von Dagi B ab. Nee, von Bibi meine ich. Ja, das stimmt. Dann würden sie alle umdrehen. Ja, ich denke auch. Aber wenn wiederum da drin die letzte Flasche Badewasser von Belle Delphine verfügbar wäre, dann würden sie wieder zurückdrehen. Ja, ich denke auch. Und dann machen sie immer die Musik an und aus und dann drehen sie sich die ganze Zeit im Kreis. Das kann man auch ausnutzen für Energiegewinnung. Stimmt. Darauf können wir jetzt auch verweisen. Wir haben nämlich so einen Brennpunkt-Hörerwunsch über Atomenergie gemacht. Richtig. Könnt ihr euch auch mal anhören. Der ist schon online. Also, wenn ihr uns mit einem kleinen Skandal drin, als wir hier rausgeflogen sind aus dem Studio. Sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Gut. Also, Area 51 ist auf jeden Fall krass trending gewesen auf Twitter. Hat mich sehr erfreut, wie sich die Leute da drüber witzig gemacht haben, aber es teilweise auch einfach ernst genommen haben. Und ich finde die Vorstellung einfach super. Auch ich lerne hier im Brennpunkt Sachen, die ich sonst nicht mitbekommen würde, hier in meiner kleinen Filterblase. Von meinen ganzen AfD-Kommunismus und Nazi-Themen bekomme ich das gar nicht mit. Ja, heute machen wir mal so eine Lustikus-Folge, würde ich sagen. Nicht hier die ganze Zeit immer negativ. Nee, auf keinen Fall. Es sterben Leute hier und da. Ja. Aber wir bleiben in den USA. Okay. Donald Trump, ja, was ja eigentlich immer dein Thema ist, aber ja, das habe ich mir jetzt mal rausgefischt. Der darf laut Urteil auf Twitter niemanden blockieren, nur aufgrund von Meinungsverschiedenheiten, weil er ein Amtsträger ist. Er darf nicht blockieren. Er darf nicht mehr blockieren. Also schon, wenn die beleidigend werden, aber er blockiert wohl alles und jeden, der nicht seiner Meinung ist und der ihn nur kritisiert oder eine Frage stellt, die kritisch sein könnte. Und das darf er nicht mehr. Ist das Teil von diesen neuen Twitter-Richtlinien, über die wir vor zwei Wochen noch berichtet haben? Nein, da geht es irgendwie um die amerikanische Verfassung. Da gibt es so einen Zusatzartikel wegen Meinungsfreiheit und solche Geschichten. Da er Amtsträger ist, sogar der größte Amtsträger, also nicht körperlich, aber der höchste Amtsträger. Der breiteste ist, aber. Der breiteste auch und hießte. Deswegen darf er das nicht tun. Hm. Gerade er nicht. Krass. Weil es auch dann die Gegenrede unsichtbar macht. Das war so das Hauptargument. Sonst, wenn man seine Tweets sich anguckt und die Kommentare, da würden die nur aus positiven Sachen bestehen. Ja, das klingt aber vernünftig. Genau, aber er als Präsi muss halt alle Meinungen zulassen. Wobei ich auch das ein bisschen problematisch sehe, irgendwie 50 Millionen Nutzer, der hat ja 50 Millionen Follower auf Twitter. Hm. Gut, sagen wir mal, die Hälfte davon folgt ihm irgendwie, weil sie ihn dumm finden und die wollen mitkriegen, wenn der dritte Weltkrieg ausgerufen wird. Aber es ist doch ein Riesenaufwand, die alle einzeln zu blocken. Also ich habe es bis jetzt noch gar nicht gesehen, aber nee, so wie du es erklärst, nicht, ist voll vernünftig. Aber er macht es ja trotzdem stichprobenartig, ja. Ständig. Und das darf er jetzt nicht mehr. Das ja, fand also, ich ganz witzig. So wie du es erklärt hast, macht es auch voll Sinn. Er ist ja öffentliche Person, ja. Also ich habe halt gleich gedacht, ja, aber Twitter, da ist doch sein Profil, kann damit machen, was er will. So. An sich ja, aber so ein Amt, gerade als Präsident oder als sonst was, da hast du eben dann auch Einschränkungen in deinem Persönlichkeits- oder deinem Privatrecht. Das ist ja wie wenn du prominenter bist, da hast du auch weniger Persönlichkeitsrechte. Hm. Wenn jemand Fotos von dir macht oder so, dann ist das ja ein bisschen problematischer. Deswegen halten auch viele Promis übrigens ihr Privatleben aus dem Spiel, weil wenn sie sich bedeckt halten, ihr Privatleben, dann dürfen sie auch eher dagegen vorgehen, wenn irgendwelche Boulevardblätter über sie berichten. Okay. Wenn du aber jemand bist, der halt ständig Kamerateams zu sich nach Hause einlädt und die Familie in die Kamera hält, dann musst du dich nicht wundern, wenn auch darüber berichtet wird und das Teil der Öffentlichkeit wird. Hm. Kleiner Exkurs in das Medienrecht. Also geht ein Tipp raus an zum Beispiel Tanzverbot, der ja die eine oder andere Kritik nicht einsieht, werd niemals US-Präsident. Ach, schlimmer kann es nicht werden. Obwohl, nee, Tanzverbot ist vielleicht gar nicht das beste Beispiel. Vielleicht wäre es Herr Newstime gewesen. Blockiert ja auch Leute. Weiß ich nicht bestimmt. Bei wem es so ist, ist es doch Jan Böhmermann, der blockiert ja da ständig Leute. Das steht auch viel in der Kritik. Ja, das finde ich auch echt dumm. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie Leute blockiert. Auf welcher Plattform auch immer. Ich schon doch. Ja? Ja. Warum? Aus persönlichen Gründen manchmal. Oder wenn ich irgendwelche... Deine Ex. So was Ähnliches tatsächlich. Das kann ich mal kurz loswerden. Da war ich irgendwie 16, 17 oder sowas und hatte halt eine Freundin. Und die habe ich aus Versehen jemandem ausgespannt. Ich wusste nicht, dass sie einen Freund hat. Das hat sie mir auch nicht erzählt. Erst beim dritten Date oder so. Ja, aber da ist sie ja die Assi-Sau. Ja, trotzdem hat sie sich dann für mich entschieden. Und dann hat ihr Ex-Freund mir dann geschrieben irgendwie, dass er mich fertig machen will, mein Leben zur Hölle machen will. Da habe ich ihn dann einfach blockiert. Bis heute eigentlich. Immer bam. Noch. Ja. Da hast du das aber mal den digitalen Dampfhammer geschwungen. Ja, ist so. Und auch so, ja, wenn mich mal beleidigt hat, so ganz schlimm, oder meine Familie mich beschimpft hat, habe ich dann auch gesagt, komm, dich brauche ich nicht. Mutti aber, blockiert. Ja, die auch. Aber ansonsten bin ich da auch relativ liberal. Also ich will ja auch da mit Leuten in Diskurs kommen. Meistens werde ich auch entfreundet oder blockiert. Hm.
Ich möchte die Gunst der Stunde nutzen, meine Mutti zu grüßen. Hallo, du hast alles richtig gemacht. Ich setze dich nicht auf die Blockierliste, so wie Tino das macht. Hört sie zu, ja? Hört sie den Brennpunkt? Ja. Ach, die auch hat nämlich guten Geschmack. Liebe Grüße auch von mir. Ich kenne sie gar nicht. Ja, da gibt's aber, da müssen wir aber mal was machen. Da treffen wir uns mal auf den Kuchen Wir müssen mal unsere Eltern zusammenführen. Meine Mutter ist also wirklich, was die kochen kann, was die backen kann, was die an Salat zubereiten kann, ne? Meine auch. Es ist eine Göttin am Koch. Ja. Der Kochlöffel wird zum Zauberstab. Es ist der absolute Wahnsinn. Du kannst es nicht vorstellen. Du kommst da rein in diese Wohnung, ja? Wie die Wohnung schon aussieht. Es ist wirklich, du kommst in so ein Drei-Sterne-Hotel, ja? Der Duft liegt in der, okay, ich riech nichts, aber ich weiß, der Duft liegt in der Luft, ja? Nicht der Duft von gutem Essen, nein, der Duft von Liebe. Es ist einfach so schön. Und dann setzt du dich da hin. Du denkst wirklich hier, wie heißt er, dieser 5-Millionen-Sterne-Koch hier, der hat für dich gekocht, der immer so rumschreit. Ja? Ah, ja. Nur meine Mutter schreit nicht, die versendet nur Liebe den ganzen Tag. Das so ist das, wenn man mal schön. Sonntags das Schönste, geht. Was eine Mutti hören kann. Ja. Nun. Danke, Frau Nosterafu. Jetzt aber mal wieder ernst gesprochen. Hast du mal vom Wie kann ich das am besten einleiten? Vielleicht hast du es mitbekommen, vielleicht auch nicht. Vielleicht wieder durch deine Brüder. Hast du vom großen Spermarücken gehört? Nein. Also ich kenne das, wenn du, aber... Du kommst drauf, wenn es dir auf Englisch übersetzt. Ich komme drauf, vor allem ja. Auf dem Rücken, aber... Wenn es dir auf Englisch übersetzt? Nochmal. Spermarücken. Sperm back? Fast. Anderes Wort. Fürs erste. Comeback. Ja! Amalakoi. Julians Blog. Comeback. Alter, lustig. Hast du es mitbekommen? Kennst du den überhaupt? Wie heißt der? Julians Blog, Alter. Doch, das ist der hat Battle Rap gemacht. Also genau. So Julians Blog Battle. JBB. JBB hat er gemacht. Julians Blog. Der war auch immer wegen Volksverhetzung. Doch, ich kenne den. Ja, genau. Cooler und, Typ. mein Homie. Aufgrund von diesen Battle-Raps, ja, oder diesen Battle-Turnieren, ist er ja auf seinem eigentlichen Hauptkanal sehr inaktiv geworden. Also das letzte Video ist von 2015. Das ist 4 Jahre her. Und er hat halt mitgekriegt, wenn ich einfach ein Turnier veranstalte, wo Leute mir ihre Kunst zuschicken und ich die einfach online stelle, dann habe ich überhaupt keine Arbeit mehr, kriege aber übelst viel Geld und Aufmerksamkeit. So, aber mit diesem Turnier geht es sehr zur Neige, denn der große Hype-Train ist vorbei. Von SpongeBoss zum Beispiel hast du ja damals bestimmt auch mitbekommen. Mhm. Habe ich sogar kennengelernt. SpongeBoss? Mhm. Okay. Wo? In Berlin. Das ist, dahinter steckt doch der gute San Diego. Ja, das ist richtig. Und das ist ja 2000 irgendwann gewesen. Also es war noch bevor er das letzte Hauptkanal-Video gemacht hat, glaube ich. Und seitdem geht das Turnier mehr oder weniger nur bergab. So, der letzte Hype jetzt, das letzte Turnier, hat es ja auch übelst schleifen lassen, hat immer keinen Bock gehabt, irgendwie die Videos hochzuladen. Und er macht ja so Analysen, also so ein winziger Teil von Eigenarbeit steckt drin. Und selbst dazu war er zu faul. Das Geld scheint alle zu sein. Hier ist das Comeback. Ach, schön. Oh, und passend zum Thema ruft Herr Rodes an. Ach, nice. Das ist ja ein großer Zufall. Wir reden gerade über das Comeback. Hallo, ich bin zurück. Ja, du auch. Aber wer noch? Da muss ich direkt mal überlegen. Merkels Zittanfall. Oh ja. Das auch. Ja, aber über den. Sonst fällt mir keiner ein, was auf YouTube relevant ist. Also, gar nicht. Oh, das gibt Ärger. Und völlig unrelated, wie ist deine professionelle Einschätzung zu Julian? Wer ist das, ne? Ich habe gehört, er ist bekannt geworden, weil ein gewisser Herr Rotes Armloch mal eine Parodie auf den gemacht hat, auf dem Kanal Nosterafurz. Er ist nicht bekannt geworden, weil so ein pinker Spasti den irgendwie hochgezogen hat? Ja, das stimmt. Gabe Butters hat den groß gemacht. Genau so hieß der. Ja. Ja, und sonst, wie geht's? Also mein Highlight der Woche ist halt der Fakt, dass ich erfahren habe, dass es eine ungarische Spezialität namens Fotzelek gibt. Ja. Und ich würde der Woche dafür auch eine klare 11 geben. Okay, ich weiß, Christchurch hatte 8 irgendwas, aber eine 11. Nee, Christchurch haben wir jetzt rückwirkend ja verabschiedet. Ich weiß, hatte hochgeschätzt, aber im Endeffekt ist das ja immer das Argument, eine Woche schlecht zu bewerten. Ja, das stimmt. Ja, geil. Also ja, ich würde sagen... Grüße auf jeden Fall an die Zuschauer und die jetzt demnächst einen Leserbrief senden. Und okay. Wir sehen uns, denke ich mal, im Laufe der Zeit, ne? Ja, ich hoffe doch. Gut.
Dann auf jeden Fall auch nochmal einen dicken, fetten Schmatzer an den Tingo, wenn er da ist. Mach ich. Richtig und, aus. Will ich euch nicht weiter stören, ne? Ich muss auch arbeiten, wie ist das? Okay. Küsschen. Tschüss. Tschüss. Ja, der professionelle Mann. Der hat gewusst, dass wir hier aufnehmen. Der wollte sich nur in die Sendung reinschmuggeln. Ja, hat er wirklich. Ich habe ihm das ja gesagt. Ach so. Ja, nice. Toller Zufall. Ja, also wir mussten ja, also wirklich Drillens Block, das ist halt jetzt wirklich so lange her, da mussten wir jetzt mal einen Experten zuschalten. Ja, auf jeden Fall. Und er hat das auch relativ gut eingeordnet, finde ich. Ansonsten bist du gehypt? Nö, ich weiß nicht mehr, wie der aussieht. Keine er hat Ahnung. Halt früher tatsächlich relevante Themen mal besprochen. Also er hat zum Beispiel gegen die Bild gewettert, so Videos gemacht, Julian vs. Bild und so. Und ganz früher hat er noch seinen Hate-Blog gehabt. Da war natürlich noch ein bisschen, ja, das war dann schon damals zu hart für YouTube. Und jetzt, das ist auch so ein Punkt, YouTube wird halt immer mehr eingeschränkt. Ich sehe die Videos eigentlich da nicht. Ich habe selbst die alten Videos, habe ich jetzt nochmal geguckt, so eins, zwei, wie er so Frauenzeitschriften sich anguckt. Und im Grunde sagt er die ganze Zeit nur Fotze, alles scheiße, Beziehung, Wort kenne ich nicht, Fotze. So. Ist ein bisschen low. Ist ein bisschen low, 10 Minuten lang halt, aber natürlich haben es alle gefeiert so. Mhm. Und das meine ich auch mit, sexistische Witze kann man hier und da mal machen und ist ganz witzig und Frauen sind nichts wert, haha. Aber wenn es halt so stumpf ist, da gibt mir das jetzt auch nicht so. Aber ganz früher, als er wirklich gegen die Bild gehetzt hat, oder gehetzt ist vielleicht ein starkes Wort, aber also ich sag mal aufgezeigt hat, was die Bild für schmierige Taktiken anwendet und so. Der war aber nicht der Erste. Natürlich nicht, aber das fand ich echt noch gut, wenn er auch mal gesellschaftlich relevante Themen angesprochen hat, weil Frauen sind halt nicht gesellschaftlich relevant. Und ja, davor auch, er hatte einmal eine große Anzeige, weil er was gegen die Deutsche Bahn gemacht hat und dabei irgendwas... Ich weiß es nicht mehr genau. Und es gab doch auch Volksverhetzung. Ja, genau. Er hat antisemitischen Witz oder so. Genau, sowas. Genau, das war das. Da hat er irgendwie die Bahn, der Zug hätte nach Auschwitz fahren müssen. Irgendwie so in die Richtung. Art. Ich weiß es, krieg's nicht mehr ganz genau zusammen. Julian, hör mir zu, ich glaube, du bist homosexuell. Warum? Wer solche stumpfen, frauenfeindlichen Witze macht und einen auf dicke Hose macht, der muss einfach schwul sein. Der ist noch im Schrank, meinst du? Ja. Okay. Ich öffne ihn gerne für dich. Ja, würde ich mir auch freuen. Aber an sich bin ich schon... Ich will mal einen Skandal anzetteln, dass er uns beeft und wir bekannt werden. Ach so, ja, aber der ist ja nicht mehr relevant. Aber also ich glaube, wieder. Wir ziehen ihn gerade mehr hoch, als er uns Ach ziehen so. Könnte, das meine ich. Ich nehme alles zurück, du Scheißhete. Ja, also ich weiß nicht, dieses aufgesetzte Ding, das kann man halt mal machen, aber mit der Zeit wird das nicht besser. Ich hoffe, er hat sich so ein klein wenig neu erfunden, ansonsten sehe ich jetzt nicht so den Bedarf. Aber ich bin neue trotzdem, Frisur vielleicht. Ja, ich bin trotzdem ein bisschen gespannt, was er denn da macht. Ich werde mir das erst anschauen. Ich bin ein bisschen nicht gespannt. Aber ich habe gesehen, dass irgendwer ihm getweetet hat, komm mal zurück, Bruder. Der muss ja wohl kommentiert haben, okay. Ist das jetzt vor kurzem gewesen, oder was? Ich glaube schon, ich habe irgendwas mitbekommen in der Richtung. Erst gestern oder Kennst du Chocolate gestern. Rain? So ein alter Chocolate Rain. Nein. So ein ganz alter YouTube-Song. Aber klingt lustig. Nee. Ja, ist halt so ein Schwarzer, ist völlig unrelated, aber der macht halt, der singt so in sein Mikrofon und dann steht dann da, I move away from the microphone to breathe. So, also er geht vom Mikrofon weg, um zu riechen. Genauso habe ich das. Meine Nase ist mal wieder verstopft. Also ein bisschen, ja. Und breathe dann, heißt doch dann, atmen. Ja. Aber ich drehe mich dann immer weg und mache so. Ah, ja. Und dann geht's wieder. Ja, Julians Blog. Da gibt es auch verschiedene Sängerinnen und Sänger, die ihre Atmung wegschneiden bei ihren Songs, wenn sie anfangen zu singen. Ja. I can give you love. Dann schneidet die Atem manchmal raus. Manche lassen es auch drin, manche machen es raus. Das ist so ein Streitpunkt bei vielen Produzenten. Es gibt auch manche Sänger, die sich die Nase wegschneiden und die durch eine andere ersetzen. Nur um höhere Töne treffen zu können. Michael Jackson. Aber apropos hier Julian. Rest in Children Peace. Ja. Apropos Julians Blog-Dings. Ja. KuchenTV hat seine Partnerschaft verloren, habe ich gestern gelesen. Ja, das ist aber... Ist das wahr? Das hätten wir letzte Woche besprechen müssen. Ist es so lange her schon? Ich glaube, das war vor einer Woche mittlerweile. Der hat seinen Partnerstatus verloren. Ich glaube, erstmal für 30 Tage, wie das halt immer so ist. Die Großen, ne, die können machen, was sie wollen. Das ist dann immer so, 30 Tage sind wir dir jetzt mal böse. Aber irgendwann gibt es auch die völlige Sperre, ne? Irgendwann. Natürlich gibt es auch, aber der ist ja klug. Der sagt ja immer wieder, ich habe einen IQ von 140, ja. Ich kriege davon nicht so viel mit, muss ich sagen. Klar, er kann in geskripteten Videos argumentieren, aber das kann halt auch jeder, der irgendwie halbwegs einen zusammenhängenden Text schreiben kann. Und dieses ganze Imp kennst du ja auch. Ja. Und auf dessen Seite bin ich ja dann schon eher. Ja. Die haben einen großen Beef gehabt, so hin und her. Ja, großer YouTube-Krieg, der macht ein Video gegen den und der macht wieder einen gegen den. Und während Imp das Ganze halt auch so ein bisschen einfach lustig nimmt,
wirkt halt KuchenTV die ganze Zeit wie so ein kleines Kind, der so sagt, aber du bist da blöd und da blöd und da blöd. Und ich weiß nicht, der nimmt das so ernst irgendwie. Das ist ganz unangenehm. Der hat ein sehr großes Ego, glaube ich, der Kuchen. Auch als seine Freundin ihn angeblich betrogen hat oder sich getrennt hat. Diese ganze Schlammschlacht, ey. Ja, das war echt ätzend. Und ich habe ihn mal eine Zeit lang gefeiert, tatsächlich, KuchenTV, und habe mir das angesehen, weil ich ihn recht angenehm neutral finde. Er ist ja auch nicht links, nicht rechts, er ist ja so ein bisschen in der Mitte und klar, er ist auch so pro Homo-Ehe und dass man Geflüchteten hilft und so, aber es ist ja, muss ja nicht links unbedingt sein. Und deswegen fand ich ihn immer ganz gut, weil er halt argumentieren konnte. Und ich fand es mal ganz spannend, auch wenn er über gewisse Themen gesprochen hat, um Umweltthemen, um NPD-Verbot. Da war auch immer sehr neutral. Und da habe ich mir manchmal einen Überblick verschafft über manche Themen. Mhm. Weil man kann ihm ja auch nicht ankreiden, dass er sich nicht informieren würde. Ja, das mag schon sein. Er ist jetzt bestimmt auch nicht der beschissenste YouTuber aller Zeiten, aber dieser Beef-Kindergarten, der da halt oben drauf ist, das gibt mir halt gar nichts. Wie gesagt, großes Ego und immer sehr, sehr, er nimmt das alles immer sehr ernst. Und ich habe ihn auch deabonniert inzwischen, weil mir das ein bisschen auf den Sack ging, sein Geheule und so. Leute, dieses Urteil wollt ihr nicht. Von Tino Ranacher deabonniert. Das geht sehr schnell. Ja. Ich war auch mal Fan von Clickzoom, also von wie heißt der? Als sie noch Krachten? Interviews gemacht haben? Von Peter Christoph, Christoph Krachten. Er ließ es Krachten. Genau, der war noch ganz nice, aber ich finde, er ist ein bisschen, er ist sehr unangenehm. Also ja, aber hast du ihn deabonniert, als er noch Interviews gemacht hat oder seine Wissenschaftsvideos? Ich habe, weiß ich gar nicht mehr, ich dachte, es wäre ein Kanal. Ja, ist es ja auch. Der Kanal ist dann irgendwann umgestiegen von dann, Interviews auf Wissenschaft. Ich glaube, das war dann, als Clickzoom dann geendet hat. Ja. Diese Interviews so mit diesen Fragen Lotto war ganz geil, aber inzwischen, auch wo jetzt bei Worldwide Wohnzimmer war, bei diesem Hater-Interview, da hat er sich so peinlich verhalten. Habe ich gar nicht gesehen. Echt unangenehm. Er wollte sehr, guck ich mir nicht an, die Scheiße. Zu Recht. Er wollte auch sehr lustig sein, aber das war er einfach nicht und... Ich bin gegen Christoph Krachten. Christoph Krachten ist in den letzten 5 Jahren ungefähr 30 gealtert. Das ist ganz schön gruselig zu sehen. Der war ja immer so ein bisschen dieses, nicht das Gesicht von YouTube Deutschland, aber das Gesicht des Marketings von YouTube Deutschland so ungefähr. Der YouTube-Papa war so ein bisschen. Ja. Oder der Onkel so ein bisschen auch. Ja, der Onkel, der dich immer unsichtlich berührt. Genau, der war das. Ja. Gegen deinen Willen im Keller festhält, dass du Hashtag Freiheit machen musst. Ja. Dann gab es ja auch genau diese Mediakraft-Geschichte. Aber ich glaube, dass er da mehr auf den Deckel bekommen hat, als er eigentlich müsste. Ich glaube, er war da gar nicht so tief drin in dieser Geschichte. Habe ich mal gehört. Das habe ich vor Gericht auch gesagt. Ach so. Ich war gar nicht so tief drin in der Geschichte. Auch ein großes Thema für mich persönlich war, dass Facebook, WhatsApp und Instagram kurz down waren letzte Woche. Oh ja, das Twitter down, das Facebook down. Und Twitter das, auch, ja? Twitter ist jetzt gerade, also das ist unrelated. Ja. Unverbunden miteinander. Genau, die hängen nicht zusammen. Twitter down war jetzt erst und das andere war früher. Das war Facebook und Instagram. Genau. Ja. Und WhatsApp auch, das hat auch übelst gehangen. WhatsApp nutze ich halt so gut wie nicht. Mhm. Und ist da für dich eine Welt zusammengebrochen? Ein bisschen schon, also ich habe auch auf Nachrichten gewartet und musste auch Sachen den Druck geben, die mir der Link per WhatsApp kommen sollte und der kam ewig nicht und ich habe mich schon geärgert. Dann kam er erst irgendwie dann irgendwann nachts oder so. Mhm. Das war ein bisschen ärgerlich für mich persönlich, aber das war ja auch so ein Ding, wo ich dachte, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben so? Ja. Ein Buch lesen? Pff, nee. Und das Ärgerliche daran ist ja, wenn die down sind, dann funktioniert ja das Ganze nicht, dass alles, was du sagst, ausspioniert wird. Denn eine weitere Headline war, dass Google zugegeben hat, dass so Geräte wie Google Home, so Smart Speaker, ja, dass das alles von Mitarbeitern abgehört wird. Das, was man eigentlich weiß im Grunde, wurde jetzt zugegeben. Ja, ja. Und nicht nur da, also man kann davon ausgehen, dass alles, was irgendwie Audio aufnehmen kann, dass das irgendwie verwertet wird. Die haben zum Beispiel, das klingt ja erstmal nicht schlimm so, ja. Mhm. Die haben zum Beispiel, wenn zum Beispiel ganz viele Leute Hallo sagen und manche halt so einen dicken Akzent haben, dass du es nicht verstehst, dann müssen die manuell eingeben, das bedeutet jetzt Hallo, wenn die Software das noch nicht erkennt so. Das ist ein bisschen gruselig. Ja, so. Und das machen die halt mit allem, so mit jedem Wort. Und im Grunde kann man davon ausgehen, alles, was du in der Nähe von deinem Handy oder von deiner Alexa oder von deinem Google Home, von irgendwas, dass es irgendwo gespeichert ist, wenn auch nur für kurze Zeit. Oh fuck, ja. Und wenn die Software das halt auch irgendwie so gut erkennt, dann wird dann halt auch irgendwann vielleicht eine Alarmglocke gehen, wenn ich jetzt hier im Radio sage oder hier neben meinem Handy sage, ich plane ein Attentat am 20. November 2019 und zwar auf die ganzen Furries, die meine schöne Area 51 stürmen wollen und verhindert das mal bitte nicht. Ja. So. Das ist schon ganz interessant.
Da gibt es halt die Leute, die behaupten dann, wenn du nichts zu verbergen hast, musst du keine Angst haben. Aber das ist der falsche Ansatz, finde ich. Ach. Man sollte nicht abgehört werden. Tino, meine, nein, meine. Es ist doch noch nie was passiert, wenn Leute abgehört wurden. Das war doch noch nie unangenehm. Gerade hier, wo wohnen wir? In Weimar, Ostdeutschland. Da ist mir nichts bekannt, wo das schon mal irgendwie... Das ist was ganz Neues tatsächlich. Irgendwie, ja, mal ein bisschen gesellschaftlich so unangenehm geworden ist. Fällt was, dir da was, ja, ein? Nee, gell? Heute ist schlimmer als Stasi. Mhm. Deswegen brauchen wir eigentlich nichts zu befürchten. Ich denke auch nicht. Gut. Ja. Also ich plane auch kein Attentat, das gebe ich offen zu. Gerade nicht, oder? Im Moment nicht so, nee. Hm. Aber ich habe gehört, ach nee, Mist, unrelated, ich will hier keine Geheimnisse. Wenn Leute, ach ist egal, nee, kann ich jetzt nicht sagen. Du bist ja Batman in deinem zweiten Leben, deswegen kann ach ich so, nicht, ja, drüber sprechen. Stimmt, ist richtig. Ich kann jetzt nicht hier über deine Batman-Sachen sprechen. Nein. Ja, ich bin Gay Butters, es kommt. Okay. Okay. Ja, okay, Butters geht ja demnächst auf Tour, habe ich gehört. Also planst du ja doch so ein gewisses Attentat auf die, genau, so ist die Ohrmuschis der Zuhörer. Genau. Ja. Aber ich gehe als Straight Butters auf Tour. Straight Butters? Genau. Interessant. Ich habe mich umpolen lassen. Hm. Apropos Polen, du wolltest gerade noch irgendwas sagen oder habe ich das Thema geklaut? Nö, ich wollte allgemein fragen, was passiert ist. Na, also nichts. Ja, Frauen-WM halt, ne, so ein bisschen, ja, USA gewonnen. USA. Das einzige Spannende ist, Fußball spielen, die können Fußball spielen, ja. Das einzige Spannende ist, dass halt die Frauen eigentlich eingeladen werden ins Weiße Haus immer, aber sie weigern sich halt, zu Trump zu gehen. Das ist ein bisschen spannend. Hm. Sonst ist es eigentlich eher unrelevant, Frauenfußball. Also, ich würde mich auch weigern, zu Trump zu gehen, wenn ich eingeladen wäre. Als Frau vor allem. Nö. Obwohl gerade als Frau, wenn du lange nicht, nicht mehr angefasst worden bist. Das wäre doch so geil, ohne Spaß jetzt aber mal, komm, nochmal kurz zurückspulen. Jetzt mal, es ist doch viel geiler, nicht so einen Scheiß zu machen und sagen, ich gehe da nicht hin, sondern irgendwie kreativ zu sein. Alle ziehen sich ein T-Shirt an, wo drauf steht, grab us here oder so, mit dem Pfeil nach unten. Einfach um irgendwie, weißt du, wegen Grab Me by the Pussy. Das versteht so. Er ja aber als Aufforderung. Ja, von mir aus. So, aber da sind auch überall Kameras, die können was drüber haben, dann ziehen die das aus, während die Kameras filmen. Ah, Grab, ja, Us by the Pussy, was weiß ich. Aber na, schon so, dass es rüberkommt, dass es nicht ernst gemeint ist. Ja, ne? man kann es auch kreativ nutzen. Wie du schon gesagt hast, bei der NPD, die NPD mit dem Stadtrat, dass die ja mit Handschlag begrüßt werden sollen. Da weigert sich auch die Oberbürgermeisterin. Und hast du ja gesagt, man könnte es ja mit lustig einem Gesichtsschlag machen. Das oder halt mit einem Gummihandschuh, sodass, ja, man das ein bisschen nutzt. Kann man machen, aber ich glaube, dass einfach Fußballerinnen jetzt vielleicht nicht auf so eine Idee kommen, weil die, ja, sind weil ja, die Frauen sind. Erstens das und zweitens sind ja auch SportlerInnen und die sind ja selten, dass die jetzt auf so eine Idee kommen. Die sind nicht nur Innensportler, die sind auch Außensportler, du scheiß Sexist. Ich denke auch. Tino, es ist halt wirklich das Problem auf der Welt, das merke ich immer wieder, dass einfach ganz viele Leute sind halt einfach nicht so klug wie ich. Ja. Das sehe ich immer wieder. Die kommen nicht auf so geile Gedanken. Deswegen unterstützt mich auf Patreon. Und dann werde ich dem Trump einen kleinen Streich spielen. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben ein ganz wichtiges Thema übersprungen. Da muss ich jetzt auch vielleicht ein bisschen länger ausholen. Das habe ich nämlich vor 2 Episoden angedeutet und jetzt kam ein Update-Video. Ja. Der gute Mumkey Jones ist jetzt nicht so ein Ding, was krass abgeht. Also erst recht nicht in YouTube Deutschland oder generell im deutschen Internet. Aber international ist es schon ein relativ großes Thema, obwohl Mumkey Jones jetzt verglichen mit anderen YouTubern nicht so groß war. Der hatte zum Zeitpunkt seines größten Hypes irgendwie 300.000 oder so. Hm. Ich hatte es ja angesprochen, der hat seinen Kanal verloren, weil er viele Videos gemacht hat über einen Amokläufer. Jetzt komme ich gerade nicht drauf, der Supreme Gentleman, wie heißt er? Elliot Roger. Den hat er von hinten bis vorne auseinandergenommen, ähnlich wie du mit deinen Tinder-Geschichten. Hm. Und hat halt wirklich, er hat so ein Manifest geschrieben, ähnlich wie der Typ von Christchurch, nur viel abgefuckter. Der hat auch, ähnlich wie wir, also vielleicht ist das unsere Zukunft, der hat auch gesagt, Frauen sind nichts wert, die sind nur zum Brüten da und so, wie unsere Haltung ja auch ist. Hat die Wahrheit gesagt. Gott, Alter. Leute, habt ihr die Triggerwarnung am Anfang gehört? Ich auch nicht, wir haben es vergessen. Tut mir leid, schaltet schnell ab, wenn euch das hier nichts ist. Auf jeden Fall hat er über Elliot Roger gesprochen. Ganz ausführlich, hat dann auch hinterher sind noch E-Mails geleakt von seiner Familie, also von Elliot Rogers Familie. Und er hat Spannend. Das alles auseinandergenommen. Ja. Und mit YouTubes Änderung der Richtlinien war das dann halt auch irgendwann nicht mehr so vertretbar, sag ich mal. Und deswegen hat er innerhalb von 2 Tagen irgendwie 3 Strikes gekriegt. 2 auf einmal und am nächsten Tag irgendwie noch einen. Und ab da ging sein Leben steil bergab. Habe ich auch ein bisschen drüber berichtet. Ich sag's jetzt trotzdem nochmal, damit es in der Chronik hier alles Sinn ergibt für euch.
der hatte quasi, war ja auf dem Hoch seines Lebens, obwohl er auch immer in der Vergangenheit schon mit Depressionen gekämpft hat und so, hatte eine Frau, glaube ich sogar, oder Freundin, ich glaube, es war nur Freundin, 2 Jahre, die hieß irgendwie, was weiß ich, war auch so eine ansatzweise YouTuberin, irgendwas Unicorn, Schuh, ich weiß es nicht, ist auch egal, auf jeden Fall, ne, kennt man auch so ein bisschen. Die hat er dann betrogen, und das hatte ich ja erzählt, mit einer, die nicht Furry macht, sondern selber so Bilder malt von so Füchsen und ach, Scheiß. Genau, so die minderjährige genau. Füchse, die aussehen wie Menschen und Genitalien haben und so. Angeblich nur als Auftragsarbeit, nicht weil sie das irgendwie gut findet, ist ja auch völlig egal. Mit der hat er seine Freundin betrogen. Und die wiederum, die hieß Lou irgendwas, keine Ahnung, Ashley ist ihr richtiger Name. Ich merke mir das alles nicht, ist auch egal. Und die hatte währenddessen was mit einem 15-Jährigen, was in Amerika in vielen Bundesstaaten nicht so gut ist. Ja, grundsätzlich. Und auch sonst soll die relativ durch sein. Ja, man hat da auch wieder, ich habe ja, Alter, was ich mir angeguckt habe, ne, gibt es 1,5-stündige Videos, wie das von hinten bis vorne ausgenommen wird, habe ich schön beim Zocken, habe ich mir gesagt, Monkey Jones, den feiere ich eigentlich hart, so gucke ich mir noch mal an. Und die Shitshow ging jetzt noch weiter. Eigentlich war es erstmal vorbei, er ist von seiner jetzigen Freundin weg, sie haben sich getrennt, die haben eigentlich hier bla, die haben hier, wie heißt es, Beziehungsberater, ja? Da haben die sich helfen lassen wollen, hat alles nicht geklappt, sind auseinandergegangen, er ist zurück zu seinem Elternhaus, beziehungsweise in dieselbe Straße, wo auch sein Bruder wohnt. Und jetzt kommt die Person ihn besuchen, wohnt da irgendwie, dann sprechen die miteinander und sie sagt, nee, ich will doch zu dem 15-Jährigen. Während sie aber gerade wegen dieser Beziehung vom FBI beobachtet wird oder hier investigated wird. Und jetzt hat er hat ein Video hochgeladen, wie er diese Situation und wie er sich da fühlt, ausführlich auseinandernimmt. Und man merkt halt wirklich, dass da so im letzten Jahr so ein richtiger Verfall passiert ist in ihm. Er vergleicht seine Situation mit den Staffeln von Breaking Bad. Ja, das Video heißt auch How I Broke Bad. Und er sagt halt ausführlich, ja, und dann an dem Punkt, wo sie gesagt hat, sie will zurück zu dem 15-Jährigen, da saß ich in der Dusche, hab das Wasser auf mich regnen lassen. Und da kam ich mir vor wie Walter White am Ende der 4. Staffel und habe einfach nur gelacht, wie abgefuckt mein Leben ist und so. Ich konnte einfach nur lachen. Und er lacht auch in dem Video. Wie bitte? Achtung, Spoiler. Ja, Achtung, Spoiler. Er lacht auch in dem Video übelst durch teilweise. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn das jetzt mein Turning Point ist, so, wenn es hier nicht tiefer geht, na, dann setze ich jetzt alles auf eine Karte. Davor, das muss ich auch noch sagen, das ist nämlich eine Sache, die er gar nicht bedacht hat. Wo auch viele, also ich komme gleich dazu, warum das halt so relevant ist. Er hat sich ein Tinder-Profil angelegt, nachdem sie das gesagt hat. Hat irgendwie 3 Tage alles nach rechts geswiped und hat keine Zusage bekommen. Oh. So. Aber was er nicht weiß, wenn du bei Tinder nur rechts swipes, kriegst du einen Shadow-Bun. Dann wirst du als Spam wahrgenommen. Aha. Und dann kann dich quasi keiner mehr matchen, weil du gar nicht angezeigt wirst. So. So, und das hat er nicht bedacht, hat aufgrund dessen gedacht, er ist halt überhaupt nichts wert. Also der, gut, ich kann das jetzt nicht so gut beurteilen, aber der ist auf jeden Fall nicht hässlich so. Aber er hat halt irgendwie schon hart Probleme. Muss mir mal anschauen. So, jetzt kommt die professionelle Meinung von Tino. Monkey Joe, ja? Monkey Jones. Monkey Joe, also wie der Affe. Ja. Tyler heißt er in Wirklichkeit. Genau. Und aufgrund dessen hat er dann entschieden, okay, ich habe keine andere Wahl. Ich muss zurück zu dieser ja, das ist er halt nicht, das ist ein Affe. Ich muss zurück zu dieser, ja, Pedo ist ja nicht richtig, sie ist, nee, zeig mal her, ich scroll dir mal durch. Ja. Ja, nee, Mumkey, M-U-M. Ah. Mumkey Jones. So. Diese komische, die ist halt auch, die sieht auch ein bisschen komisch aus. Ist egal, kann er ja gern haben. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass er dann in der Dusche sich gesagt hat, ich setze jetzt alles auf eine Karte und hat ihr halt jetzt einen Antrag gemacht. Dieser Person, die eigentlich gar nicht mit ihm zusammen sein will, sondern mit diesem 15-Jährigen. Und das hat er jetzt quasi öffentlich gemacht und hat dann gesagt, oh ja, ich glaube an Vergebung. So. Und es ist alles so ein riesen Clusterfuck. Das kann man gar nicht alles hier zusammentragen, ja. Wie viele Faktoren da von außen noch reinsprechen. Und wie er mit seinem Bruder da, sein Bruder hat halt Scheiße über ihn erzählt, obwohl er ihn nur schützen will. So. Es ist ein Riesending, so. Und wie gesagt, dieses Video wirkt halt wirklich wie der Anfang vom Ende für ihn, so. Gerade wenn der sich mit
Walter White vergleicht, Spoiler, könnte es sein, dass sein Schicksal eine tragische Wendung nimmt. Und gerade unter diesem Aspekt, dass er in der Vergangenheit sich halt so intensiv mit so einem Selbstmord-Amokläufer beschäftigt hat und so, und dass das für ihn so ein großes Thema war. Und dieses Video, also ich bin noch auf dem Level, dass ich sage, okay, so fertig, wie die Leute alle in den Kommentaren schreiben, ist er jetzt vielleicht noch nicht. Er sagt halt schon, dass er Tabletten nimmt und die mal abgesetzt hat und so bla bla bla. Ja, das sind so frühe Warnzeichen. Genau, genau, das schreiben halt so viele, in diesem Video sind so viele Red Flags, also rote Flaggen, die quasi bedeuten, oh, 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 es ist nicht gut, was hier passiert. Mhm. Dass er halt auch diese toxische Beziehung da unbedingt sucht, ja, dass er so, eigentlich ist, es fühlt sich nicht an, als liebt er diese Person, also als er, wäre er so ein bisschen Fanat, abhängig. Ja, genau. Fanat, so richtig. Das ist alles ganz, ganz seltsam. Und das ist halt, warum ich es überhaupt so zum Thema mache, weil, wie gesagt, für viele ist es kein Thema, es haben wahrscheinlich nicht viele mitbekommen, aber das ist wirklich einer, den ich sehr aktiv verfolgt habe und das ist das erste Mal für mich, dass so einer jetzt so abfuckt. Ja? Also wenn er jetzt nächste Woche irgendwie Amok läuft und sich selbst erschießt, dann habt ihr es bei uns zuerst gehört. Ich glaube nicht, dass er wirklich selber Amok laufen würde, aber sich umbringen, das könnte schon irgendwie passieren. Ja, wie dieser Etika, oder wie der heißt, dieser amerikanische YouTuber. Etika, genau, ja. Der auch irgendwie immer wahnsinniger wurde, immer mehr durchdrehte. Gab es auch ein Riesending, da hat ja dieser Drama Alert hat irgendwie was gesagt von wegen Kill Yourself oder so und dann hat er sich wirklich umgebracht. Mhm. Irgendwie, Drama Alert, kennst du den? Das ist der internationale Herr Newstime. Nee, aber ja. Kann ich mir gut vorstellen. War auch ganz groß die Woche. Gave you good. Your Mr. Newstime. Yes. Ja, das auf jeden Fall zu Mumkey Jones. Ich weiß, es hat jetzt relativ viel Zeit in Anspruch genommen, aber das ist für mich wirklich ein großes Thema. Ja, wenn es dich bewegt hat, ist es doch völlig in Ordnung, wenn wir da ein bisschen Zeit investieren. Ist ja auch nicht so viel passiert in der Woche. Ja. Free Amthor ist gerade noch trending, hast du das gesehen? Free Amthor? Ja, das ist so ein Gag von Extra 3 oder so. Nee, eben, also das Gefängnis ist die CDU. Ah, ja. Es gibt eine Petition, holt Philipp Amthor aus der CDU der heraus. Arme Kerl, ja. Eben. Boah, aber wohin denn? Ja, weiß ich nicht. Die SPD, die CDU leid. Der ist in der CDU aufgehoben. Ja, doch, doch, ich auch. Der passt schon. Aber es ist ein Gag. Apropos SPD, der Thilo Sarrazin, der darf jetzt rausgeworfen werden. Der darf das. Der ist noch in der SPD, der hat ja diese ganzen rassistischen Thesen rausgehauen, die Bücher geschrieben. Und Thilo schafft sich ab mit seinen Aussagen jetzt. Genau, so heißt das. Und er sollte ausgemerzt werden aus der SPD, aber durften sie nicht. Okay. Jetzt gab es aber ein Urteil vom Schiedsgericht der SPD, sie dürfen ihn rauswerfen, wogegen er aber jetzt noch Klage einreicht und er will halt nicht raus, obwohl er eigentlich voll die rechten Themen hat. Also er wäre in der AfD gut aufgehoben, aber er zum Beispiel, aber er will da nicht hin. Also ich finde ihn gut, ich finde, wenn das Schiedsgericht so ein Urteil fällt, dann ist es das Schiedsgericht. Ja. Ja. Oder er ist gut aufgehoben in der SPD, dann wählen so ein paar Rechte die SPD und dann fallen weniger Stimmen auf die AfD. Aber hat er da aktiv noch was gemacht? Eigentlich nicht, oder? Ich weiß nicht, ob der ein Amt hat, keine Ahnung. Ja. Das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Na gut, wo wir gerade von rechten Sachen sprechen. In Afrika, weiß ich auch nicht, war jetzt nicht die beste Überleitung, aber da gibt es halt Schwarze. So. Nein. Und hier nicht so viele und das finden Rechte gut. Ja, das ist das Ding, das ist Rassismus. Ja. gut erklärt, gut erklärt. So für Kinder. Mama, was ist denn Rassismus? In Afrika gibt es Schwarze. Und hier nicht so viele. Und das finden die Rechten gut. Das finden wir gut. Das finden wir gut. Das soll auch so bleiben. Und es könnte auch in Zukunft so bleiben, denn Afrika hat es jetzt endlich geschafft, nach 4 Jahren der Hin- und Her-Beratung, muss man mal loben an dieser Stelle, Brexit dauert wahrscheinlich länger, den Afro wollen sie vielleicht einführen. Ich weiß nicht, warum das so lustig klingt. Nee, schüttel da nicht mit dem Kopf. Die haben es jetzt wirklich geschafft, alle 55 Nationen von Afrika quasi in einem Handelsbündnis zusammenzuschließen. Ah. Und das kann wirklich dafür sorgen, dass Afrika einfach als Ganzes sehr viel besser funktioniert. Nicht zu implizieren, dass es jetzt nicht gut funktionieren würde. Ja doch, es ist schon scheiße dort, muss man so sagen. Ja, nicht überall. Aber jetzt können halt, weißt du, jetzt können ja jeder Staat kann ein bisschen was beitragen. Die Stärkeren ziehen vielleicht die Schwächeren ein bisschen hoch. Ja, und es könnte als Kontinent einfach so ein bisschen... So ein Länderfinanzausgleich wie in Deutschland. Genau, und an sich gibt es da ja sehr viele Ressourcen. Also theoretisch hat Afrika ja großes Potenzial.
Das könnte ein wichtiges... Wenn da nicht so viele Schwarze wohnen würden. Ja, das ist der Nachteil. Also es könnte echt ein historisches Ereignis sein, dass jetzt so eine Kehrtwende kommt und es den Leuten besser geht. An sich ohne Spaß. Also ich gönn's den allen, wenn es denen besser geht. Also ich gönn nicht nur in Afrika, sondern allen Menschen, wenn es denen irgendwie besser geht, ist ja schön. Dann bleiben sie auch da. Ja, na eben. Also, na pass mal auf. Also unabhängig davon, ob ich das gut oder schlecht finde, ob Schwarze herkommen oder nicht. Also mir ist es eigentlich egal so. Aber... Jetzt mal angenommen, es würden überhaupt keine Flüchtlinge mehr nach Deutschland kommen. Da werden ja schon so ein bisschen die AfD-Wähler abgegraben. So. Ja. Und dann, keine Ahnung, ist ja schon gut. Ja, wenn sich die Rechten darüber freuen, von mir aus, aber dieses Freuen kann ja dazu führen, dass sie weniger rechts sind, dann vielleicht. Möglich. Also in meiner positiven Weltanschauung. Die AfD ist ja auch so groß geworden durch diese Migrationspolitik, durch die Flüchtlingskrise. Du hast ja gemerkt, als es noch um Europa ging und den Euro, da hat die AfD ja nicht mehr in den Bundestag geschafft. So, da sind die ja mit 4% gescheitert. Und seit die ganzen seit der Flüchtlingswelle ist es ja ganz anders geworden, umgeschlagen. Wenn ich gefragt werde, Tino, findest du es gut? Ich habe gerade so ein Stück Salat in meiner Hose gefunden. Willst du was, du scheiß Vegan? Danke. Ich hab keine Aber es riecht noch ganz okay. Ja, war ja auch in meiner Hose. Also, wenn ich gefragt werde, ob ich es gut finde, dass Geflüchtete herkommen, sage ich immer nein. Ich finde nicht gut, dass sie flüchten müssen. Ja, na, auf Aber jeden. Wenn sie es müssen, dann sind sie natürlich hier für mich. Herzlich willkommen, solange es nicht meine Wohnung ist und meine Stadt. Ja, sag mal so ein Ding. Also, nehmt doch Flüchtlinge bei euch zu Hause auf. Da denke ich mir, nein, Leute, das ist doch nicht meine Aufgabe. Wenn eure Straße kaputt ist vor eurem Haus, ja, dann müsst ihr ja auch nicht selber das zukleistern. Da ist auch das Land verantwortlich, der Staat, die Steuern und ist egal. Ja. Aber noch, wir müssen noch ein paar Sachen abgrasen, bevor es hier zu Ende geht mit uns. Na, 10 Minuten haben wir noch. Merkel zittert. Oh ja, stimmt. Ganz hat richtig. Ja Rodes schon gespoilert, Mann. Richtig, richtig. Und zwar ist es so, dass sie jetzt wieder Staatschefs und Chefinnen empfangen hat. Diesmal habe ich das Video nicht gesehen. War es so schlimm wie zuvor? Es war wieder ähnlich, es war wieder sehr stark und offiziell ist es jetzt psychisch bedingt, weil sie halt diesen ersten Anfall hatte und jetzt das verhindern will und deswegen sich darauf versteift. Und immer wenn die Hymne anfängt, ganz komisch, fängt sie an zu zittern. Das die ist schon trainiert wie so ein Hund. Wie so ein Hund, konditioniert. Ja. Und es gibt eine Lösung. Okay, nie wieder die... Ach, die neue deutsche Dings-Hymne war doch neulich im Gespräch. Wäre auch schön gewesen, aber es gibt noch eine viel einfachere Lösung. Stühle. Oh. Denn ab sofort sitzt sie und ihr Gast jetzt nebeneinander auf einem Podest und mit Stühlen und hören sich die Hymnen an, danach stehen sie auf und gehen. Wow. Das macht sie jetzt immer. Das soll noch mal einer sagen, in Deutschland kommen wir nicht zu effizienten Lösungen. Effizienz. Und ich habe einen Spruch gelesen, den ich sehr schön fand. Lieber eine Kanzlerin, die zittert, als ein Präsident, der Scheiße twittert. Fand ich sehr schön. Ist ganz gut, ja. Deswegen liebe Grüße an Mutti Merkel. Schön, dass du eine Lösung gefunden hast. Und mal gucken, was als nächstes passiert. Ob dann ihr Bein immer mitbebt, dann muss sie sich fixieren lassen. Ich hab ja da so einen Videoschnitt zusammengebastelt mit Hardbass drunter. Ja. Da kann sie einfach, sie kann ja immer so einen Stecker im Ohr haben und im Zweifel sagt sie halt, nee, ich habe dicken Beat gehört, Mann. Ich habe nicht gezittert, ich bin abgegangen. Sie hat, glaube ich, eine Phobie, eine Deutschland-Hymnen-Phobie. Deswegen ist ein Grund mehr, wie du schon gesagt hast, für eine neue Hymne. Ja, also, wie gesagt, das war mir relativ egal und ist es auch nach mir wie nicht. Vor. Also mein Vorschlag ist von Vera May Bentley Krause, das Lied Ich liebe Deutschland. Ja, das hast du da auch schon gesagt. Genau. Aber also immer noch eine Empfehlung. Unsere Zuhörer hören ja fleißig jeden Podcast und wenn nicht, holen sie ihn gefälligst sofort nach. Genau. On Demand auf Spotify, Soundcloud oder YouTube. Nee, keine Ahnung, welche Folge das war. Okay. Ja, sonst habe ich ja noch einige Nachrichten, die aber so kleinerer Natur waren. Es gab dann wieder so die Leute von OPEC, ja, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Die haben gesagt, die ganzen Campaigners, die Climate Change Campaigners, angeführt von Greta Thunberg, sind die größte Gefahr für diese Industrie. Und Greta Thunberg hat gesagt, danke für dieses große Kompliment, das ist das Beste, was wir bis jetzt bekommen haben. Ja. Und ich finde bei dieser Nachricht auf jeden Fall sehr relevant, dass dieser Verein oder dieser Zusammenschluss die Leute, die Aktivisten als das Problem sehen und nicht den Klimawandel. Weißt du, genau. Die größte Bedrohung sind die Aktivisten, nicht der Klimawandel an sich. Und das habe ich auch, Klimawandel, ich versuche es nicht mehr zu sagen, Klimawandel ist nicht so ein gutes Wort, weil Wandel ist ja eigentlich positiv konnotiert. Krise ist auch nicht perfekt, finde ich, weil eine Krise ist halt mal kurz und dann ist sie vorbei. Ja. Es ist eigentlich so ein fortlaufendes Ding. Ne? Eine Apokalypse. Klimaapokalypse. Ja. Wollen wir das einführen hier? Ich würde es machen. Die Klimaapokalypse. Klimakolypse. Klimakolypse. Nein, Klimapokalypse.
Klimaapokalypse. Die Klimaapokalypse. Da ist A, das A ist das Klima. Klimaapokalypse. Karl Karrenbauer. Also ich bin, Klimaapokalypse. Ich bin für Klimaapokalypse. Klimaapokalypse. Scheiße. Das A ist halt am Ende von Klima und am Anfang von Apokalypse. Das ja, macht aber Klimaapokalypse. Klimaapokalypse. Komm. Bitte. Ist okay. Komm. Ist genehmigt. Du kannst auch sagen, was du willst. Ich sag Klimaapokalypse. Klimaapokalypse. Ja. Klimaapokalypse. Ja, scheiß Wort, aber. Klimaapokalypse. Gerne. Ob das. Naja, das. Es ist leider nicht perfekt für das Thema dieses Podcasts. Dafür nimmt es einen zu kurzen Sendeplatz ein. Aber egal, fand ich ganz interessant. Ansonsten, De La Rosa, der Senator von, oder ein Senator von den Philippinen, der damals unter der Flagge von Duterte, wie er heißt, weiß ich nicht, Rodriguez Duterte hier, ne, der Diktator von den Philippinen, diesen Drogenkrieg angefangen hat. Und der hat gesagt, da ist ein dreijähriges Mädchen gestorben, dabei, neulich. Und er hat gesagt, shit happens. Ja. Ja. Fand cool. Ich ganz nett. Ja. Sympathisch. Fällt dir ja, nichts zu ein, nee, oder? Nicht wirklich. Ich dachte, die jetzige Folge ist einfach zu positiv. Da muss man auch noch mal so einen kleinen Downer reinlassen. Kind, ja. Ach, Greta Thunberg hat man ja schon. Genau, noch ein Kind. Ja, nee, noch ein kleiner Downer. Also was eigentlich noch viel wichtiger ist, habe ich ganz vergessen, noch am Ende eine kleine Nazi-Nachricht. Und zwar die AfD. Erstens, etwas Unvorhergesehenes ist passiert, denn die AfD befürchtet eine Unterwanderung durch Rechtsextreme. Oh mein Gott, wer hat das kommen sehen? Ja, das war die Nachricht der Woche. Aber was heißt denn, die AfD befürchtet? Ja, eine konkrete Person? Die spalten sich gerade konkret. Der NRW-Vorstand ist zurückgetreten komplett aus Protest gegen Höcke und den rechten Flügel, weil sie gemerkt haben, oh, der könnte ein bisschen leicht rechts angehaucht sein, der Bernd. Mhm. Und deswegen... die identitäre Bewegung wird auch als rechtsextrem eingestuft, auch völlig überraschend. Ja. Ich glaube auch, dass, ich befürchte, dass auch Adolf Hitler demnächst als rechtsextrem eingestuft wird. Meinst du? Vom Verfassungsschutz. Aber der war halt nicht mal arisch. Nee. Musste halt dazu sehen. Er war so ein bisschen, also man wirft ihm einen gewissen Antisemitismus vor. Ja, aber guck mal, da kannst du auch sagen, alle Europäer sind irgendwie antisemitisch, weil er war ein Opfer seiner Zeit, Hitler. Adolf wollte Europa einen. Er war ein Opfer seiner Zeit, so wie Wagner. Der war ja auch Antisemit, aber man feiert trotzdem seine großen Werke. Ja, Adolf fand den Wagner ja auch gut. Ja, ja, zu Recht auch. Ja. Zu Recht. Schöne Musik gemacht. Recht. Habe ich gestern meine liebe Freundin Ina, die hat eine tolle Masterarbeit abgegeben und hat sie über das Nationaltheater geschrieben und hat sie auch gesagt, dass während das, ich weiß gar nicht, was für ein Stück es war, hier ein Opernstück aufgeführt wurde am Nationaltheater, war der Komponist und Autor des Stückes zeitgleich im Buchenwald inhaftiert. Ah. Zu dem Zeitpunkt, also sehr, sehr, sehr morbide. Also diese ganze Nazi-Zeit in Weimar ist sehr spannend. Mhm. Und aber noch zur AfD ganz kurz. Eins ist noch sehr, sehr witzig. Und zwar die Landesliste der AfD in Sachsen zur Landtagswahl wurde nicht zugelassen komplett. Von den, weiß ich nicht, wie viel, 60 Mitglieder es waren, ja, das hab ich auch wurden nur 18 zugelassen. Das heißt, dass ihr, egal wie viele Prozentpunkte die AfD bekommt, ihr Potenzial ist begrenzt. Mhm. Du hast ja eigentlich, machst ja so viele Leute auf deine Landesliste für die Wahl, dass du die auch alle, wenn du 80% kriegst, im besten Fall alle Sitze stellen kannst. Aber die AfD ist jetzt quasi begrenzt. Sie können also nur 18 von der Landesliste drauf tun, weil sie einen folgenschweren Formfehler gemacht haben. Bei der Aufstellungsversammlung muss man nämlich eigentlich, also so eine Aufstellungsversammlung muss an einem Tag stattfinden, aber sie haben die zwei geteilt und haben da zwei Wochen verstreichen lassen. Das darf man nicht laut Wahlgesetz. Und deswegen wird der Landtag in Sachsen relativ dünn besiedelt sein, was AfDler angeht, außer sie schaffen es, viele Wahlkreise für sich zu bekommen. Auch dünn besiedelt ist unsere verbleibende Zeit, Team. Richtig, halt doch deswegen, mal die Schnauze. Deswegen müssen wir jetzt mal die Woche zusammenfassen. Weißt du, nutzt ja jede Sekunde hier, um seine AfD doch noch hier reinzuquetschen. Ja, ich glaube langsam, du unterwanderst den Brennpunkt Internet mit deinen rechten Propagandasprüchen, die du hier immer rauslässt. Ich habe gesagt, ich bin jetzt angenehm rechts. Okay. Ab heute. Meine Güte. Also, die Woche ist eine 4 für mich. Ja. Und es wäre normalerweise eine 3, aber durch Monkey Jones und durch, ja, vielleicht auch Julians Comeback und so kleine Sachen, ist ganz witzig. Es ist noch eine Oma gestorben, als sie auf ihren Cocktail gefallen ist. Ich glaube, während das unserer Sendung sind am Radioapparat hier gerade mindestens 5 Omas gestorben. Ich denke auch. Ja. Aber eine bestimmte, irgendwie so eine ehemalige Rugby-irgendwas, von irgendeine Pferdereiterin, keine Ahnung, die ist auf ihren Cocktail gestürzt und der Mehrweg-Strohhalm hat sich durch ihr Auge ins Gehirn reingebahnt, da ist sie dran gestorben. Okay.
Das ja, war, also war Stroheim finde ich eh unnötig. Also deswegen ist es für mich eine 4,3. Okay. Ich sag, komm, wir machen 4,5 draus. Und ich sage noch das Letzte. Ich habe nämlich ein virales Foto gesehen. Es wurde richtig hart abgehypt, wie so eine Influencerin ihren Arsch mit einem Selfie-Stick fotografiert. So, macht so Billy auf so einer komischen Liege. Warst das nicht du? Nee, das wurde von außen fotografiert. Habe ich gesehen, stimmt. Genau. Ja. Und sie hat überall gesagt, ey, wenn ihr das Video, wenn ihr das Foto irgendwo seht, gebt mir Credit, damit sagt allen, dass ich das bin. Und darunter habe ich dann verlinkt gesehen eine Skulptur von 2016 von der Künstlerin Anna Uddenberg. Die hat genau das als Gag quasi oder als sozialen Kommentar, als Skulptur gemacht. Genau diese Pose mit dem Selfie-Stick und so. Life imitates art. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, ich denke auch. Deswegen 4,5 von mir an dieser Stelle. Liebe Grüße gehen raus an alle Influencerinnen. Auch an Herrn Kleine, den wir immer weniger erwähnen in unserer Sendung. Stimmt. Weil er keinen Platz findet einfach. Ja. Hat auch in meinem Leben jetzt weniger Platz. Herr Kleine. Ich habe neulich noch einen Instagram-Post von ihm gesehen. Ja, er postet doch recht viel, aber ganz ehrlich, solange Herr Kleine nicht irgendwo seinen Arsch in die Luft streckt und einen Selfie-Stick fotografiert, da ist es nicht relevant.